Nur Schrot-Napalm. Ich habe nicht genug Kohle. Hier gibt es aber doch bestimmt irgendwo noch ein Eve's Garden. Machen wir mal die Map auf. Ich probiere es mal hier. Es dauert immer ein bisschen mit der Map. Wo bin ich dann jetzt? Hier unten. Und dann könnte ich hier hin. Zu den Mercury-Stationen. Kann ich da hin? Ah, der Bolzen ist nicht schnell genug, finde ich. Es ist schön, dass hier einer für Ordnung sorgen muss, dann kommt er wieder raus. Gut. Also entweder treffe ich den nicht oder die Dinger sind einfach zu schnell. Objekt anfertigen. Wärme suchen. Fallen. Ionisches Gel. Ich habe keine Batterie. Antiperson. 1, 2, 3, 4. Das ist super. Explosivschrot. Nehmen wir doch auch mal mit. Hat doch alles super funktioniert. Wunderbar. Ich würde gerne in so einen schönen Garten rein. Ah, der ist hier da vorne, super. Der Schmuggler ist der Freund des Parasiten. Es ist ihre Pflicht, den Schmuggler zu melden. Halt die Fresse, olle Zippe. Ich habe beide Resistenz bekommen. Untersuchen, 200 Adam, Körperpanzerung 2, ja. Körperpanzerung 2, nehme ich. Was ist das? Human Inferno. Technik, Toniker, Slot, Gesundheitsupgrade. Ziel-Dummy ist vielleicht auch nicht so schlecht. Hacking Expert 2. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Super. Jetzt will ich gerne mal gucken, wo kann ich denn sehen, was ich ausgerüstet habe. Okay, jetzt kann ich hier in der Genbank kann ich nochmal nachgucken. So, Hacker's Delight, Eve Link, Trinker. Körperpanzerung 2. Erhöht der Schadensboni durch Forschung. Macht deine Forschung effizienter. Nehme ich jetzt nicht so viel, deswegen gucke ich mal, ob das mit Körperpanzerung vielleicht funktioniert. Ansonsten bin ich soweit ganz glücklich. So, hier laufe ich mal mit Antipersonengeschiss rum. Obwohl ich eigentlich echt immer noch die Armbrust so stolz und so geil finde. Weißt du was, die hauen wir kaputt. So, kommt da jetzt was raus? Nein? Okay, dann nicht. Blöd gelaufen. Normalerweise, also manchmal. Kommt da, normalerweise, wenn du die kaputt machst, kommt da so ein Dingsbums raus. Ein Verbandskasten.
Ist jetzt hier leider nicht der Fall. Na gut. Hallo Männer. Ihr wisst doch, dass 9 von 10 Frauen den Spaß. Warum? Verbandskasten. Super. Nehmen wir gleich ein paar geholt. Tennenbaum. Die haben hier also alle in diesem Komplex gewohnt. Verstehe. Keine Ahnung, wer hier gewohnt hat. Ah, schon wieder. Wollte ich doch gar nicht. Oh, wie pervers ist das denn? Hier die Little... Das ist... Oh, krank. Ich glaube, hier ist nichts passiert. Ekelhaft. So, ein bisschen Kohle. Boah, das ist gemein. Komm schon! Oh, ihr elenden Ratten! Oh, ich will den jetzt hacken, aber... Ach. Boah. Was geht denn hier ab, ey? Na, oh, da muss ich... Ich kann doch noch nicht mal Tricks... Was zum... Da, ich hab's. Boah, ich brauche unbedingt Autohacker. Panzerbrechen, Dollar, Messingrohr. Ich weiß nicht. Panzerbrechen ist vielleicht für die Rosies nicht schlecht. Wenn ich die denn benutzen sollte. Ich bin ja mit den... bei den Roses eigentlich ein totaler Freund von diesem ganzen... ionischen Geschiss. Von daher hält sich, was das angeht, in Grenzen. Ist aber auch ein schönes Apartment, so wenn es ein bisschen aufgeräumt wäre. Aber das geht ja mal gar nicht, ey. Voll die perverse Szene. Widerlich. So, Madame, Sie sitzen sehr unflätig da. Das geht so nicht. Ich... probier's mal mit Hacken, sollte aber eigentlich gehen. Gehen wir mal hier nach oben und hier nach oben und dann nach rechts und... hier nach oben, dann das dahin. Ja, das passt doch ganz gut. Ich sehe das schon fertig. Super. So, ist jetzt die Frage, wo müssen wir hin? Müssen wir weiter hoch? Ja, müssen wir. Gut. Ich wollte mal sicher gehen, dass wir hier alle Apartments abgeklappert haben. Oh.
Ich bin's. So, wir müssen nach unten. Okay. Jetzt brauchen wir so ein. Aha. Ja, das ist doch schon fast fertig. So, dann dahin, dann dahin und wunderbar. Hier gammeln doch bestimmt noch irgendwelche Leute rum. Muss sowieso hier lang, weil höher kann ich nicht. Da hat man... Splittergranate. Lecker. Lecker, schmecker, frisch vom Bäcker. So. Ja, wenn ich treffe, dann ist hier vor... Dann geht's rund. Das ist klar. Für mich auch. Schön mit dem Bolzen ins Gesicht, dann hast du aber was zum Schlucken. Das ist niedlich. Wirklich niedlich. Muss ich... Was macht ihr denn da, Mädels? Ja, dann heul nicht so rum und schieb dir einen Tampon unten rein, Mutti, dann verblutst du auch nicht, ne? Versteckst du dich? Liebling, ich brauch jetzt die Medizin! Das will ich nicht retten, Arschgesicht! Selber Arschgesicht! Das wird nicht funktionieren! Drecksau! Mit mir anlegen? Hä? Ja, wo seid ihr denn? Wo versteckst du dich? Ihr versteckt euch doch. Nur das Ergebnis zählt. Ich werde nach nicht Zeit bezahlt. Ich weiß ungefähr, wo sie sind. Ich hab meine Zeit nicht gestohlen, du Ungeheuer. Hier ist noch einer. Und noch. Du hältst mich jetzt mit einem Blöd. Okay. Ja, ich halte dich für total blöd. Klar, ja, ich habe jetzt verkackt. Ich habe die gute Munition verplempert. Batterien, super. Autohacker confirmed. Hoffe ich zumindest. Ich will mich hier aber eigentlich nur umgucken, ob hier noch irgendwas zu holen ist. Bevor es jetzt hier wieder großartig abgeht. Und ich muss auch gleich mal wieder ein Aufnahmepäuschen machen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie lange ich schon wieder aufnehme. Jo, wo wir eben von Tampon sprechen, ne? Ah, das ist die Küche, okay. Es ist ja noch eklig. Soll gesund sein. Lass dir den Kaffee nicht zu Kopf steigen. Ah, mir dürfen nicht zu viel Alkohol trinken, sonst sind wir wieder besoffen. Lief aber gut. Tobacco. Aha. Al Capone Hut, so so, mit einem Anzug, verstehe. War's das oder muss ich da nochmal hoch? Den ich lieg in Führung. Du hältst mich für total blöd? Okay. Ja. Okay, warum nicht? Bleib ruhig bei deiner Meinung. Du Feigling, du bist eine Null. Natürlich, ich bin eine Null, weil du dich versteckst, du Lümmel. Guck mal, hm? Papi, Papi hat was Feines für dich. Gut, Kistchen war nix. Hier ein Pep-Riegel hat mir jetzt ein bisschen Energie wiedergegeben. Ich hoffe, das hat sich hier alles gelohnt. Alter, Alter. Kam die von oben? Oder...
Geht. Eieiei, alles voller Blut und bäh. Pfui. Gut, dann will ich mal weiter. Film aufheben, Film ist erreicht, den Kaffee kann ich nochmal trinken, das war da super. Human-Station, Invent meine ich, Entschuldigung. Natürlich. Also er hat uns benutzt, um an Ryan zu kommen. Fallenbolzen. Wie viel habe ich denn davon? Weiß ich nicht. Autohacker kann ich nicht machen, weil mir Gummiband fehlt. Ionisches Gel mache ich natürlich. Sieht so aus, als ob es zwischen Fontaine und seiner deutschen Bohnenstange ordentlich gescheppert hätte. Warum ein Kerl wie Fontaine seine Zeit mit dieser gruseligen deutschen Ziege vergeudet, wo er sich doch die Rosinen aus dem Kuchen picken könnte, das verstehe wer will. Er hat den Zugangscode seiner Tür auf 5744 zurückgesetzt. Vielleicht will er sicherstellen, dass die Bohnenstange nicht nochmal in seinem Gemüsebeet aufkreuzt. 5744. Das ist auch die... Hier lang müssen wir. Wie gesagt, ich will hier nicht überall lang. Fünf, sieben, vier, vier. Ich guck mal, ob ich da rankomme. Den will ich mich nicht anlegen. Wie viel haben wir denn? Ich habe auch keine Ahnung, wie lange ich schon wieder aufnehme. Na gut. So. Ich mal hier runter, die machen das da unten schon. 5744. Aber ich glaube nicht, dass das der ist. Oh, der Alarm, der ist so laut. Muss ich da jetzt hin? Will ich da schon hin? Aber du bist nicht wütend. Es heißt doch, wenn man ein Leben rettet, rettet man die ganze Welt. Ich stelle den Kindern hier ein Obdach zur Verfügung. Aber du bist ihr wahrer Retter. Trotzdem gibt es noch immer viel zu tun. Kann ich wieder runter? Danke. Bin hier noch nicht ganz fertig. Ich will dieses eine Apartment noch angucken. Hätte nicht gedacht, dass der Aufzug das ist. Das muss ganz ehrlich gestehen. Yo. Das ist wohl der Big Daddy, der da gerade ein bisschen aufräumt. Das ist aber völlig in Ordnung. Ich glaube, hier gibt es keine Big Sister mehr für dich. Sorry, Daddy. Jo, gut. Ich will auf jeden Fall nochmal hier hoch. Dann will ich dieses eine Apartment, was übrigens nicht schlecht aussah, nochmal angucken. Und dann nehme ich den Aufzug. Der mich irgendwie nach oben führt, weil die Treppe ja kaputt ist. Will ich mal hacken, im Fall, dass die sich heilen.
So, das kommt dahin, dann kommt der dahin und der nach da. Super. Ja, natürlich. Ein Dollar. Ja, das hat sich gelohnt, finde ich. Dann nehmen wir mal Dingsbums aus. Gucken, was ich hier noch finde. Bandagen. Muss aufhören, alles branded einfach aufzusammeln und zu gucken, dass ich das vielleicht mal liegen lasse, im Fall, dass ich es mal brauchen könnte. Unterm Bett liegt nichts. Nee, gut. Ich laufe mal wieder mit der Armbrust rum. Sieh sich einer dieses Loch an. Nichts übrig, aber auch gar nichts. Was ist denn los? Hm? Ist da auch ein Popo? Naja, ein bisschen Kohle liegt hier aber noch rum. Schau dir mein Zuhause an. Verwüstet von Fontaine und seinen Schweinen. Die Proben von Charge Nummer 192 haben sie garantiert in sein Penthouse gebracht. Der Eingang ist in der Lobby, aber er ist immer abgesperrt. Es ist schwer zu glauben, aber früher einmal war hier alles so wunderschön. Ja, natürlich, das wird's gewesen sein. So, wo ist denn der Typ jetzt hin? Ich hab den doch hier echt umgeömmelt und jetzt ist er weg. Tatsache, der ist komplett weggeflogen. Hat sich aufgelöst? Komisch, schade. Ich dachte, ich könnte noch ein paar Bolzen herkriegen, aber na gut. Will ich mal hier runter, will mal gucken, ob hier noch irgendwas zu finden ist. Ja, natürlich. Natürlich, das wird sein. Safe, Hecken, boah. Das muss man doch irgendwie mal hinkriegen. Hallo, ich würde gerne reagieren. Das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Das ist ja ekelhaft. Eigentlich nur noch aushalten. Ein paar Sekunden. Boah. Boah. Alter Schwede. Ja super, jetzt finde ich Kartoffelchips. Na gut, blöd gelaufen. Dann ist es halt so. Du bist minderwertig. Ja, natürlich. Ich bin minderwertig. Thank you.
Lauf doch nicht weg, du Arschkeks. Meine Güte, es ist ja echt übel hier. So, heilen wir uns mal. Ich würde sagen, ich speichere hier mal. Und dann machen wir einfach mal, mache ich hier mal einen Schnitt. Und bis zur nächsten Aufnahmesession, dann kann ich noch in Ruhe was essen. Schneide das alles zurecht und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Muss ich mal gucken, bei welchem Part, weil wie gesagt, ich nehme jetzt immer am Stück auf. Schnibbel mir das so wunderschön zurecht, wie es kommt. Und merkt dann beim Schnitt, wie viele Parts es sind. Also bis dahin, grüß den Zukunftsgraf. Ciao!